Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und in diesem Infovideo soll es um meinen Sendeplan bzw. um meine Spieleübersicht gehen. Ihr wisst ja, dass ich unter meinem Sendeplan immer die Spieleübersicht hatte. Also den Sendeplan findet ihr entweder hier auf der Kanalseite, könnt ihr dort einfach draufklicken. Und dann kommt ihr direkt zum Sendeplan. Oder unter jedem Video in der Videobeschreibung ist ein Link zu dem Sendeplan. Und unter diesem Sendeplan hatte ich normalerweise ja immer eine Liste mit allen Projekten, die momentan aktuell laufen, welche pausiert sind und welche beendet sind. Und diese Liste war einfach teilweise sehr, sehr, sehr lang und unübersichtlich dadurch. Vor allen Dingen, weil man ja, wenn man jetzt so eine Liste, so ein Spiel in so einer Liste sieht, nicht weiß, was das für ein Spiel ist. Gefällt einem das, interessiert einem das, und dann hat man das vielleicht, sagt man, okay, könnte ich mir angucken, aber dann muss man wieder bei YouTube suchen, und das war halt einfach nur lang und umständlich und unübersichtlich, und deswegen habe ich jetzt mal eine Spieleübersicht, eine vernünftige, erstellt, so hoffe ich, eine vernünftige. Momentan gibt es zwei davon, und zwar einmal hier unten die grüne, nach Genre sortiert. Da findet ihr alle Spiele immer einsortiert nach dem Genre, also die alphabetische Sortierung ist das Genre, und dann immer bei Action sind halt alle Spiele, die irgendwie zum Action-Genre gehören, aufgelistet, auch alphabetisch, und dort könnt ihr, wenn ihr auf den Namen klickt, direkt in die Playlist des Spiels kommen. Zusätzlich findet ihr immer noch die Informationen, wie viele Folgen das schon hat, wann die Folgen rauskamen, um halt darüber auch eine Einschätzung zu haben, ist das eher ein altes Projekt, eines der ersten zum Beispiel, oder ist das ein sehr aktuelles Projekt? Das ist ja auch immer noch ganz interessant für euch, vielleicht, manchmal, weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen. Und das Ganze ist auch noch mit einer Farbkodierung unterlegt, nicht verlegt, unterlegt, sodass ihr auf einen Blick seht, über die Farbe, läuft das Projekt noch, oder ist das abgeschlossen, oder ist das pausiert. Damit ist es für euch leichter zu sagen, okay, ich möchte jetzt mal gucken, mir gefallen Adventure-Spiele, welche Adventure-Spiele hat denn Mr. Katafi schon mal gespielt? Ach, davon hatte ich noch gar nichts gehört, das Spiel kenne ich gar nicht, das gucke ich mir an. Auf der anderen Seite ist die Liste aber dadurch sehr, sehr lang, weil viele Spiele in mehreren Genres eingegliedert sind. Das ist natürlich klar, weil nichts ist nur ein Shooter. Das ist immer irgendwie noch ein Survival-Spiel oder ein Horrorspiel oder ein Action oder whatever weiß der Geier. Und deswegen hat man halt sehr, sehr häufig ein Spiel immer wieder in bestimmten Kategorien, was die Liste sehr, sehr lang macht. Deswegen habe ich auch noch die Spielübersicht nach Spielen sortiert. Das ist die blaue unten, der blaue Reiter unten. Hier ist jedes Spiel nur einmal vertreten. Ist alphabetisch nach den Projekten sortiert. Hier ist auch noch die Information, ob es ein Solo-Projekt ist oder ein Together-Projekt. Und dort hinter eine Information über das Genre oder über die Genres, zu dem dieses Spiel gehört. Außerdem ebenfalls hier die Information über die Folgenanzahl und wann dieses Projekt so lief oder läuft. Inklusive der Farbkodierung, also genau die gleichen Farben. Gelb für aktuelle Projekte, grün für Projekte, die abgeschlossen sind, und rot für jene Spiele, die pausiert sind, aus welchen Gründen noch immer. Diese Liste ist natürlich etwas kürzer, weil jedes Spiel nur einmal auftaucht. Hier habt ihr dann die Informationen, wenn ihr lest, was weiß ich, Prison Architect, was ist das denn für ein Spiel, davon habe ich noch nie gehört, und dann seht ihr dahinter, aha, das ist ein Indie-Spiel und eine Gefängnis- und Wirtschaftssimulation. Ach, das interessiert mich, das klicke ich doch mal an. Ihr könnt auch hier dann wieder auf die Projekte, auf die Projektnamen klicken und kommt dann direkt zur Playlist. Hier ist allerdings das Problem, dass ich nicht so schnell das Genre einschätzen kann. Und jetzt kommt die große Frage, warum erzähle ich euch das? Zum einen natürlich, dass ihr die Information habt. Hier gibt es jetzt diese etwas sortiertere Spieleübersicht für euch. Zum anderen möchte ich gerne eure Meinung haben. Welche dieser Spieleübersichten findet ihr besser? Sollte ich vielleicht beide behalten, weil das halt der Fokus immer ein anderer ist und vielleicht auch der Fokus des Interessierten ein anderer ist? Eher, dass ich nach Genre gucken möchte, mich interessieren vorrangig Genres, oder ich möchte einfach so eine Übersicht haben und gucke dann, aha, das ist das und das Genre. Findet ihr die Farbsortierung okay? Also ist es okay, gelb für laufende Projekte zu nehmen, grün für abgeschlossene und rot für pausierte Spiele? Und generell, wie findet ihr diese Art der Spieleübersicht? Habt ihr vielleicht noch Vorschläge zur Verbesserung? Dann könnt ihr mir das gerne einmal schreiben und dann kann ich das entsprechend anpassen, wenn ich sage, ja, das finde ich eine gute Idee, oder auch ganz, ganz wichtig natürlich, ja, das kann ich bei Google Docs umsetzen. Denn das ist natürlich eine große Problematik. Google Docs ist eine Tabellenkalkulation, beziehungsweise das ist hier eine Tabellenkalkulation. Damit sind natürlich die Funktionen ein wenig eingeschränkt.
So, und zum Abschluss dieses Videos möchte ich noch eine kleine sozusagen Verlosung machen. Hahaha, wer jetzt bis hierhin geschaut hat, hat die Möglichkeit, an Smite Keys für Götterskins zu kommen. Und zwar habe ich nämlich von Hyris dankenswerterweise 4 Keys bekommen. Und zwar 2 Keys für den Sand Warden Skin von Anhur und 2 Keys für den Searing Sun Skin von Huyi. Und was müsst ihr dafür tun, um an diese Keys zu kommen? Ich habe in diesem Video Möhren versteckt gehabt. Und wenn ihr die richtige Anzahl von Möhren, die in diesem Video versteckt sind, herausgefunden habt, so schreibt mir doch eine E-Mail an die E-Mail-Adresse mrkatafi@web.de mit der korrekten Anzahl an versteckten Möhren und natürlich auch den Key, den ihr gerne haben möchtet, also für welchen der beiden Götter ihr einen Key haben möchtet. Da es 4 Keys sind, gebe ich euch dafür 4 Tage Zeit. Das bedeutet bis zum Mittwoch, dem 15.06. um 14 Uhr, also genau 4 Tage. Ich werde dann aus allen richtigen Einsendungen per Zufall 4 Gewinner auslosen, die Keys dann von mir per E-Mail zugeschickt bekommen. Hier noch eine wichtige Info dazu, die Keys sind nur bis zum 25.06. gültig. Das bedeutet, ihr habt dann also noch etwa 9 Tage, je nachdem wann ihr die E-Mail lest, um die Keys einzulösen, sonst verfallen sie und das wollen wir doch nicht. Deswegen schaut in eure E-Mail-Adressen dann rein, wenn ihr gewonnen habt und löst den Key möglichst zeitnah dann ein. Ich bin mal gespannt, wie viele bis hierhin noch geguckt haben und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss.